Es hat sich eingespielt als Konvention zu sagen, der Gründer kommt mit einer Idee, das ist ja ganz einfach. Also klar, Ideen gibt es wie Sand am Meer und jetzt kommt es darauf an, ihn kaufmännisch zu schulen. Wie geht Buchhaltung, wie geht Preispolitik, wie geht Logistik, Rechnungswesen, Bilanz, Steuererklärung und so weiter. Und meine eigene Erfahrung war grundlegend anders. Ich habe mit 14 angefangen, Sie wissen, so Ökonomie zu lesen. Ich fand immer fantastisch diese Ideenwelt der Ökonomen. Also in unserer Generation kann man ja nicht mehr König werden oder Indianerhäuptling oder sowas. Und wenn man da ein kleiner Junge ist, dann bleibt eigentlich, oder für mich, und ich habe später gemerkt, bin ich eine Ausnahme, blieb die Welt dieser Ökonomie, der Henry Fords oder der Carnegies und Rockefellers und aller dieser Geschichten. Und für mich war Ökonomie immer Ideen. Mit welcher Idee kann man sich durchsetzen? Und dann später habe ich gesehen, ja, die Ideen spielen gar keine Rolle, scheinbar. Und meine eigene Erfahrung mit der Kampagne, wissen Sie, war, es kommt auf die Idee an. Ich erzähle, meine Studentin hat im Keller des Instituts, wo wir waren, einen Karton gefunden, oben auf dem Regal. Und da waren, sage und schreibe, für 10.000 Mark Schecks drin. Die waren vergessen worden. Und, Rechnungswesen, es war auch niemandem aufgefallen, dass sie fehlten. Stellen Sie mal vor, dass wir trotzdem überlebt haben und nach 30 Jahren noch da sind, liegt ausschließlich daran, dass die Idee so gut war, dass wir so viel Spielraum hatten ökonomisch, dass solche Katastrophen überlebbar waren. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, möglicherweise geht dieses Thema Entrepreneurship völlig anders. Man muss von den Ideen ausgehen und sagen, oh ja, Buchhaltung, Rechnungswesen muss man auch. Um Gottes Willen gibt es nicht Leute, die das können, die das vielleicht sogar gerne machen. Abgeben, abgeben. Und dahinter steht der Gedanke, wir leben in einer Gesellschaft mit hochgradiger Arbeitsteilung. Jeder Mensch weiß, Arbeitsteilung ist entscheidend. Und ausgerechnet beim Entrepreneurship bleibt man stehen bei sowas wie dem Gründer als Alleskönner. Der muss von der ganzen Palette von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen über sein Berufsfeld, über Verkauf, über Motivation, über ein Star in der Werbung und so weiter, muss er alles. Ich habe mal gesagt, eine Mischung aus antikem Feldherrn, Showmaster und so einem kleinen Genie à la Einstein. Und alles, also das gesamte Spektrum abdecken. Das ist natürlich unmodern, das ist Blödsinn. Das zerreibt die Leute und Sie sehen es an den kleinen Selbstständigen. Die arbeiten sich auf, die machen alles selber, sie machen es schlecht, sie sind Dilettanten in vielem, sie arbeiten sich zu Tod. Und da, wo es wirklich darauf ankommt, nämlich ein gutes Geschäftskonzept zu haben, da kommen sie kaum dazu. Das ist schlecht, das erklärt wahrscheinlich, warum 80% scheitern. Es gibt eine Statistik, die ist ziemlich gut belegt, 80% sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Und der Anlauf war, kann man das nicht besser machen? Kann man das nicht umdrehen? Kann man nicht sagen, 20% scheitern ist schon viel, aber 80% müssen erfolgreich sein. Ja, wie man das besser machen kann und was Sie dazu sagen und was Sie an Ideen entwickelt haben, dazu kommen wir später noch. Aber vielleicht nochmal auf Ihre Kritik eingehend an der herrschenden Ökonomie. Es ist ja nicht nur eine Kritik an der Business Administration, die Sie äußern, es ist auch eine Kritik an der Ökonomie generell. Sie sprechen zum Beispiel vom Marketingmonster. Mal kritisch dagegen gefragt, in der Aufmerksamkeitsökonomie kommt es ja darauf an, irgendwo auch mal sich bekannt zu machen, für sein Produkt oder seine Dienstleistung irgendwo zu werben, überhaupt mal zu sagen, dass sie da ist. Ist Marketing da nicht ein guter Weg dafür? Also wie so oft, es hat mal intelligent und gut angefangen. Die Idee der Marke, und so steht sie auch noch in den Lehrbüchern, ist, dass man einer Sache vertrauen kann, weil eine Person dahinter steht oder ein bestimmtes Unternehmen dahinter steht, dass die Marke erkennbar macht, um was es geht, dass sie Produktinformationen weiterträgt und dass es sowas wie eine Kurzformel ist, mit der man wiedererkennt. Das ist gut, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. In der Praxis hat sich was ganz anderes entwickelt. Ich komme aus Asien und da ist alles so ein bisschen moderner und auch im schlechten Sinne moderner wie hier. Die Städte sind verschandelt mit riesigen Tafeln, auf denen meistens ein Wort steht. Suzuki, Honda, Siemens,
BMW, irgendwas. Und ja, eine Stadt sieht aus wie die andere. Und wenn Sie genau hingucken, sind das Bauwerke, die ja so tropischen Stürmen standhalten müssen, die es in sich haben. Also da geht viel Material rein, das muss erstmal fundiert werden. Dann sind das Betonpfeiler, dann sind das 30 mal 20 Meter hohe Tafeln, die dem Wind standhalten müssen. Also es ist ein riesiger Aufwand in einen einzigen Begriff. Wo ist die Information? Wo ist die Transparenz? Wo ist das Qualitätsmerkmal? Und es geht nur noch darum, so lange in den Kopf zu hämmern, Honda, 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 bis man beim Autokauf quasi wie ein Schlafwandler nur noch Honda kauft. Und da die anderen auch BMW und Daimler und Suzuki dagegen halten, ist das Ganze so mit immer mehr Aufwand betrieben. Man kann ein Gesetz daraus formulieren, das heißt, für eine Einheit Aufmerksamkeit muss man immer mehr Aufwand betreiben. Da behaupte ich, das ist keine intelligente Ökonomie. Wir müssen die Welt nicht vollstellen mit solchen Tafeln. Wir haben Besseres zu tun, mit unseren Ressourcen umzugehen. Wir brauchen eine andere Ökonomie. Ihre Kritik geht ja noch mal ein Stück tiefer. Sie greift eigentlich an den Wurzeln ökonomischen Denkens an, im positiven Sinne. Sie sagen, Ökonomie ist Umgang mit sparsamer Umgang mit Mitteln, mit Ressourcen. Und Marketing in dieser Form, in der Sie es eben beschrieben haben, ist Verschwendung von Ressourcen. Also die Ökonomie ist angetreten in der Geschichte, und Aristoteles ist so eine der ganz großen Figuren am Anfang mit seiner Ethik, die heute noch aktuell ist. Ökonomie soll den Mangel beheben. Also die große Hoffnung, dass die Ökonomie in der Lage ist, schwere körperliche Arbeit, Hunger, in der Folge Krankheiten zu bekämpfen, und irgendwann in ferner Zukunft eigentlich die Vorstellung, wenn wir Ökonomie richtig einsetzen und Erfindungsgeist und später Technologie richtig einsetzen, dann können wir ein Reich der Freiheit erreichen aus dem Reich des Mangels, aus der Notwendigkeit des Mangels oder aus dem Zustand des Mangels heraus in das Reich der Freiheit. Sie wissen, den Begriff auch von Marx, der hat das dann später auch aufgegriffen. Was heute passiert, ist das genaue Gegenteil. Ich glaube, man kann sagen, eine Epoche geht zu Ende. Wir haben im Großen und Ganzen in den reichen Ländern den Mangel besiegt. Und eigentlich steht jetzt etwas an, was machen wir nach der Epoche des Mangels? Und für mich ist das, als Kind war das Märchen vom Schlaraffenland ein Märchen, das völlig jenseits der Realität lag. Also niemand hätte geglaubt, dass man zu den eigenen Lebzeiten, meine Mitschüler, Eltern, wer immer, dass zu den eigenen Lebzeiten eine Situation eintreten könnte, wo man so viel essen kann, wie man will, Nachkriegsgeneration. Wo man so viel Schuhe haben. Winter war immer kalt, die Füße haben gefroren, Schuhmaterial war schlecht, die Handschuhe waren schlecht, wenn man überhaupt welche hatte. Also es war Mangel. Und es war das Schlaraffenland, so viel Kuchen essen können, wie man will, war absolute Utopie. Und 20, 30 Jahre später ist es plötzlich Realität. Und statt jetzt zu sagen, Leute, unglaublich, etwas historisch Einmaliges ist geschehen, der grobe Mangel ist überwunden und jetzt können wir die Glocken läuten und sagen, jetzt gehen wir in eine neue Epoche. Stattdessen ist es unbemerkt vorbeigegangen. Heute haben wir das Problem, dass wir zu dick werden, dass wir, wenn Kuchen steht, wir denken, um Gottes Willen, bloß nichts von essen. Also wir haben plötzlich, wir sind durch das Schlaraffenland durchgegangen, ohne es überhaupt zu bemerken. Und jetzt wird kräftig neuer Mangel produziert, zum Beispiel über Marken. Wenn du keine Rolex hast, bist du nicht so ein richtiger Mensch. Wenn du keinen BMW fährst, bist du nicht erfolgreich. Wenn du, also es werden ständig, und auch am Minderwertigkeitsgefühl der Menschen, nicht an den starken Menschen, sondern an den Menschen, die schwach sind, die anfällig für sowas sind, das wird benutzt, um die Marke unterzubringen, um den Umsatz zu machen. Und wenn nicht genügend Absatz da ist, dann muss er angekurbelt werden. Dann muss ich den Mangel produzieren. Und eine meiner Kritiken ist, wir müssen aufhören, Mangel zu erzeugen, sondern wir sollten akzeptieren und froh sein, dass der Mangel überwunden ist und überlegen, was wir aus dieser Situation machen. Statt zu sagen, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist ein Segen. Das war in der
Historie bei den Philosophen, weniger arbeiten zu müssen, weniger schwere Arbeit, überhaupt weniger arbeiten zu müssen, ist, versteht ihr, das Kind, es ist ein Segen. Und wir machen einen Fluch daraus. Und wir schaffen es nicht, dieses Luxusproblem intelligent anzugehen. Natürlich werden irgendwann die Maschinen die Arbeit machen. Es war ein Traum der Menschen. Und wir versäumen an dieser Stelle, mal innezuhalten, zu sagen, wir müssen was anderes machen. Wir sind ein Kernproblem los. Jetzt haben wir die Möglichkeiten für was anderes. Statt in diese Mangelerzeugung zu gehen und zu versacken in einem ökonomischen System, was uns ständig irgendetwas aufdrücken will, was wir gar nicht brauchen.